Eigentlich rechnet keiner damit. Aber auch das ist ganz gut. Man kann frei drauf losspielen. So viel vor sich. Ist offensiv unterwegs, auch wenn er einstellen kann. Der Beifall gilt, der hat wieder einmal ordentlich zu kämpfen. Ein starker Service. Hier das Ganze noch einmal. Schnelles Service, langes Service und dann zieht er voll durch. Ist wirklich vor. Hut ab. So, Satz 1. Hat er einmal für sich entschieden, 11:6. Bei den Singapore Open hat er auch bereits 4 Doppeltitel auf dem Konto, darunter auch. Äußerst spannend zur Sache. Da muss Chan Chike erneut in einen Entscheidungssatz, in einen 7. und letzten Durchgang. 3:3 in Sätzen. Zum zweiten Mal an diesem Tag muss Chan Chike, der große Turnierfavorit, also wirkt ein bisschen angeschlagen. Oh, den Ball nicht auf die andere Seite. Da hätte er gar nicht so viel Risiko eingehen müssen mit dieser Vorhand. Hätte die Kugel nur hinüber schupfen brauchen, aber das hat er nicht wirklich gesehen. Und da kann er sich auch ärgern. Ja, da hatte er aber viel Zeit, liest der Service sehr gut. Da kann er sich die Ecke aussuchen. Lernen der junge Chinese. Yu Shu hat's drauf, aber... Elf zu 4. Da führt Taku Takakiwa im entscheidenden Satz gegen Chan Chike mit 6:4. World Tour. Hier gelungen ist, dass man Zhang Jiyuan und Co. hierher gelockt hat. Das sieht man in jeder Phase des Spiels. Ja. Wenn er diesen Durchgang verliert, schaut es wirklich ganz, ganz schlecht aus für den Japaner, für den Taiwanesen. Passives Spiel. Am Nebentisch hat Chan Chike soeben 2 Matchbälle abgewehrt. Zhang Jiyuan zur 3:0 Satzführung. Und da ist die 3:0 Satzführung.
Der Olympiasieger, die Nummer 1 des Turniers, die Nummer 2 der Welt, verabschiedet sich. Er verliert gegen die Nummer 45 der Welt, gegen Taku Takakiba mit 3:4. Autogramme und der liegt mit 0:3 in Sätzen zurück, aber jetzt geht es anscheinend ein bisschen auf. Das haben jetzt natürlich auch beide Spieler hier, Hao Shuai. Dass da drüben eine Sensation gelungen ist. Sicher schon im fünften Durchgang. Wie so oft. Chen Weixin. Wladimir Samsonov, Adrian Grishan und Markus Freitas. Aber einmal mehr schön, dass sie da Chen Weixin nominiert haben. Auf einmal geht's beim jungen Chinesen. Beim aktuellen chinesischen. Da passt jetzt nicht mehr viel zusammen im Spiel vom Taiwanesen von Zhuang Jiyuan. Eigentlich sehr, sehr gut drauf mit der Vorhand, aber das lässt er jetzt ein bisschen vermissen. Bravo, genau diese Ballwechsel. Also das ist schon gewaltig, was wir hier zu sehen bekommen von diesen beiden Herrschaften. Reißt völlig der Faden, dass sowas gibt. Ja, sehr schön. 10:8. Zwei Satzbälle für Yushu. Super Qualität. Schauen Sie, wie lange. Ganz genau ins Eck. So. So verrückt kann Tischtennis sein. Jetzt beginnt er nachzudenken.
lernen muss, der Chinese. Naja, tolle Vorhand. Wahnsinn! Klasse gespielt jetzt. Beide wieder top. 6-6. Ja, immer wieder. Diese Vorhandrallys. Und schauen Sie, wie lang der Ball da gespielt wurde jetzt. Aber er kann sich nie absetzen. Jetzt kommt ein sogenannter Big Point. Ja, Glück hat er da. Bedanken. 9-10. Da hüpft der Ball rüber. Den fischt er noch raus, gerade noch. Dann spielt er. Nummer 1. Ja! Sensationeller Ballwechsel. Der beste Ballwechsel in dieser Partie. Und das beim Matchball. Gratulation an Zhuang Qiyuan. Hier die Satzergebnisse 6-11, 4-11, 7-11, 11-1, 11-9 und 9-11.